So, hier haben wir also diese berühmten Brotfelsen, so genannt, weil sie aussehen wie ein Brot. Gemeint ist der, aber beide sehen aus wie, sind ebenfalls Löcher. Nun fragt sich, sind diese Minen schon älter? Haben die vielleicht schon bestanden zu Buddhist-Zeiten? Man hat damals hier Jet gesucht. Oder sind die jetzt erst im Zuge der Schatzsuche auf den Spuren von Abbé Boudet vielleicht erst gegraben worden, diese Löcher? Also, weil sie ausgerechnet an so markanten Felsen sich befinden, die der Boudet als Meniere bezeichnet wird. Eine markante Felsformation, zu deren Füßen sich wieder ein Loch befindet. Auch hier hat man gegraben. Also hier direkt gegenüber von Bourg-Neuf, das ist da. Dort etwa ist das Taufbecken, unten im Tal, in der Salz. Hier, nur ein Stück weiter da drüben, ist der Dolmen, also eine Steinformation, die Boudet als Dolmen bezeichnet. Es müsste, man weiß natürlich nie genau, welche er gemeint hat, aber es müsste sich um diese Formation da drüben handeln. Hier oben auf diesem Rotfelsen hat sich mein Freund Bemi verewigt. Das ist jener Spezialist, der überall sein Kreuz einmeißelt, was von vielen Leuten auch heute noch sogar für Templerkreuz gehalten wird, aber keines ist. Hier wieder so eine Merkwürdigkeit, dieser Stein mit dem, das sieht ja aus wie ein Kopf, es ist wie eine Sphinx, also es sieht schon wirklich aus wie eine Skulptur. Ne? Natürlich kann das eine Laune der Natur sein, wie man das dann immer nennt,
Aber es ist auch möglich, dass, dieser Stein so bearbeitet worden ist, dass das Absicht war. Und der hat natürlich gestanden. Also der ist umgeworfen, der ist umgekippt. Ich vermute, er stand hinter mir oben auf diesem Sockel. Sieht mir ganz so aus. Ich versuche ihn mal aufzustellen. Vielleicht schaffe ich es ja mit meinen schwachen Kräften. Aber hier diesen Steinberg auf anzukippen, das wird mir wohl kaum gelingen. No. Ah, ja, keine Chance. Schade, schade. Ich hätte den gern. Ich hätte den gern mal aufgestellt, weil das sieht interessant aus, also auch von dieser Seite. Stufen noch drin. Das ist Chat. Also gut, gehen wir mal weiter. Gucken wir uns die Sache mal weiter an hier. Ziemlich weit da rein. Thank you.
Hier lösen sich Platten von der Decke. Also die reicht weit rein. Verzweigt sich hier offenbar und wird zunehmend schlammig. Also die geht noch sehr weit in den Berg rein. Müsste ich vielleicht wirklich noch weiter gehen. Das ist schon interessant. Da geht es zur Seite ab. Aber ich gehe trotzdem erstmal raus. Denn hier oben, wie man sieht, ist das alles nicht so vertrauenerweckend. Ich möchte da nicht gerade anstoßen und mir den Rückweg versperren. Da ist Seitenstollen. Ja, oder der steht voll Wasser. Der ist voll Wasser. Deswegen hat man hier versucht zu pumpen, um das möglichst seitlich noch zu begehen. Das ist schon was anderes als diese anderen Löcher hier im Berg. Und da ist noch sehr viel Jet drin. Also hier hat man wahrscheinlich mit dem Abbau aufgehört, als sich dieser Jet-Boom erledigt hatte. Gut. So gekommen.